Herzlich willkommen bei Klicksum. Ich würde mal sagen High Class, denn jetzt gibt es bei uns nur noch Gäste vom Feinsten. Und der erste ist Teddy Comedy. Herzlich willkommen bei Klicksum. Grüezi. Lieber Teddy, und bei uns immer die erste Frage. Kennst du die eigentlich? Alles klar. Nee. Begeht's? Nee. Wie steht die Uhr? So ähnlich. Was ist das? So fast dran. Wie ist die Lage? Katastrophal. Echt, warum? Keine Wohnung mehr, keine Freundin mehr und kein Auto mehr. Gut. Aber das ist ja nicht so schlimm, oder? Das ist Katastrophe. Echt? Warum? Ja, weil ich jetzt nichts mehr habe, Christoph. Ja. Aber das Tolle ist ja, wenn man in so einer Lebenssituation ist, man zieht da viel Komik draus, oder? Nee. Nee? Das ist tragisch. Das ist katastrophal. So, siehst ja auch, guck mal, ihr habt mich jetzt zu Hause besucht, in der Tiefgarage. Hier wohne ich, hier lebe ich. Okay. Das ist meine Karre. Und ich dachte, das wäre unsere Tiefgarage. Nee, nee, das ist schon meine. Das ist deine? Wie kommt's? Ja, ich musste mir irgendeine Bleibe suchen. Ja. Und da habe ich gedacht, so, pff, gut, die Tonne, da kann ich mich umziehen. Die Tonne ist toll, habe ich selber schon getestet. Ja, die Tonne ist super. Ja, nee, nee, mir geht's gut. Die Lage ist gut. Was machst du im Moment? Du hast eine gigantische, darf man sagen, YouTube-Karriere hingelegt, weil mit der Integrationsumfrage Millionen Views gemacht und direkt dann ab ins Fernsehen. Nee, das stimmt nicht ganz. Es wirkt immer so, wenn man das so, erstens, wenn man es so gesehen hat und dann, und zweitens, wenn man es nachliest, überall steht YouTube-Karriere und dann entdeckt worden fürs Fernsehen. Ja, das stimmt aber nicht. Okay, ich hatte davor schon die Idee fürs Fernsehen. Okay. Und habe dann YouTube gemacht, weil ich einfach so meine Rollen ausprobieren wollte und so. Und dann hat kurz bevor ich dann die Teddy-Show bei ZDF Neo gemacht habe oder bei diesem Wettbewerb mitgemacht habe, kam dann dieser Integrationstest, der dann so viele Klicks bekommen. Aber war denn nicht ein Grund fürs ZDF zu sagen, ja, oder war denn, das war ja dieses TV-Lab und die mussten ja voten. Das war ein Grund, also es hat fürs Voting war super, dieser Hype. Ich glaube, ohne den Hype hätte ich das bestimmt auch geschafft. Wahrscheinlich nicht, würde ich sagen. Bestimmt schon. Meinst du, bist du so sympathisch oder komisch? Nee, Mitleid, dass die Leute Mitleid gewotet. Außerdem gibt es ja bei ZDF Neo keinen Afrikaner. Gibt es irgendeinen Afrikaner, der da ist? Ich weiß nicht, Roberto Blanco ist... Der ist nicht da. Mola Adebisi ist nicht da. Wen gibt es noch? Bruce Danell. Kena Amoa. Wer ist das? Ist auch ein schwarzer Moderator. Wie heißt er? Kena Amoa, oder? Wie heißt der nochmal? Der Breite. Ist der breit? Ah, nee, da gibt es noch einen. Du meinst den von TAF, aber der ist auch nicht so... Naja, egal. Aber alles keine Afrikaner. Deswegen. Du bist ja auch Deutscher, oder? Ja. Du bist kein Afrikaner. Du bist... Geschichte ist ja... Deine Mutter ist vor, also ungefähr knapp nach deiner Geburt, mit 7 Monaten, als du 7 Monate alt warst, ist sie aus Eritrea geflüchtet hier nach Deutschland. Das heißt, von der Geburt her bist du Eritreer, aber eigentlich in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Und kannst alle Dialekte. Nein, das stimmt nicht. Ich kann aber ein paar. Viele. Wie viel? Ja, ich, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27. 37, 38, 40, 41, 42, 40. So ungefähr 4. 4. Da fehlt nur noch einer, glaube ich, bis du alle kannst. Ja. Wie viele Dialekte haben wir denn? Schon ein paar. Wie hast du dir die drauf geschafft? Also Baden-Württemberg bist du ja zuerst... Groß geworden, ja. Genau. Den hast du quasi mit der Muttermilch aufgesogen, kann man auch nicht ganz sagen, aber... Mit der Muttermilch habe ich bekommen eine Mischung aus eritreischem, deutschen, probieren Schwäbisch zu reden. Okay. So eine Mischung aus allem, so ein Ausländerdeutsch. Wie klingt das? Wenn hat keine Arbeit von seiner Familie, zum Beispiel kann man ein Milton, ein Auto, wenn hat man aber viel. Okay. Verstehe. Die Hälfte. Ja, das habe ich mitbekommen. Und Deutsch habe ich in der Schule gelernt. Ja. Und Eritreisch dann auch noch zu Hause. Hast du denn noch Kontakt in dein Heimatland oder ist das komplett abgebrochen? Wenn man flüchtet, hat man dann quasi alles gekappt oder warst du noch mal in Eritrea? Was für eine Beziehung hast du zu dem Land? Ach,
Jetzt kriegst du mir jetzt so was Ähnliches wie Markus Lanz eigentlich? Ja, ja. Weil der Markus Lanz hat ganz viel Klicks umgeguckt und dann... Ja, weil plötzlich ist das so ernst. War das immer so? Ich muss mal das ist der, ja, das ja? ist zuweilen ja, auch ernst. Ja, dann sag doch, dann setze ich mich anständig hin. Also, okay, gut. Nein, das kann ernst sein, das kann ja? auch lustig sein. Ach aber so. Ernst, ich finde, es soll was... Ich möchte am liebsten was über den Menschen erfahren. Ah, okay, gut. Okay. Wir haben noch Kontakt. Ja. Hm. Und warst du auch mal dort? 96 war ich einmal. Ja. Hm. Und habe vor, nächstes Jahr nochmal zu gehen. Habe ich viel zu tun gehabt. Deswegen, ich wollte dieses Jahr, ich wollte letztes Jahr. Ich habe es dann immer nicht geschafft, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Was ist deine Heimat? Deutschland. Schwabenland. Mittlerweile auch Köln. Ja, und deswegen will ich auch zurück oder nach Eritrea, um einen anderen Teil von mir kennenzulernen, den ich nicht so gut kenne. Wie ist das? Oder was kennst du nicht so gut? Oder wie wirkt sich das aus, dass du deine Wurzeln nicht so gut kennst? Nee, also wir haben ja schon viel mitbekommen von unserer Mutter, meine Brüder und ich. Und die Sprache, die Kultur, die ganzen Zeremonien, die Kaffeezeremonie, das alles, was man. So, also ein paar. Bruchteile von der kompletten Kultur. Und ich will einfach sehen, was mit mir passiert, wenn ich da hingehe. Da ist ein Teil, oder es gibt noch ein paar Fragen, die offen sind. Zum Beispiel? Die sind so intim, Chris, also kann ich dir nicht erzählen hier. So intim? Okay. So über Bären und Löwen halt, ob es die wirklich gibt. Ja, okay. So. Gut. Hätte ja sein können, dass es was ist, was... Was du mir beantworten kannst. Nein, was ich dir beantworten kann, wobei die Chancen stehen 99-1. Aber einfach, ich möchte einfach gucken, auch was da so passiert. Aber ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Eritrea und habe gemerkt, dass ich mich extremst verbunden gefühlt habe, richtig verbunden, obwohl ich das Land ja nicht so gut, ich bin hier groß geworden, ich war einmal dort und sowieso zu dem afrikanischen Kontinent. Ich bin so extrem, ich rufe da irgendwas. Ja. Ich möchte eine Afrika-Reise machen. Kannst du dir vorstellen, dort zu leben? Mhm. Also... In Afrika? Ja. Also, so alle, wenn ich mal älter bin, dieses Pendeln, ein paar Monate dort und wieder zurück. Mhm. Also ich will hier in Deutschland bleiben, aber ich könnte mir vorstellen, so mit meiner Frau zusammen. Hast du eine Frau? Ja. Freundin? Ja. Ja. Vier. Wie vier? Vier habe ich. Und mit welcher möchtest du dann nach Eritrea? Keine. Du möchtest eine eritreische Frau dort haben? Ich möchte dort eine kaufen. Kaufen, okay. Und deine Frauen hier, die leben in der gleichen Stadt oder in verschiedenen Städten? Wie hast du das organisiert? Das muss man trennen, ne? Ja. Du dreist so, dass die halt auch nicht, weißt du? Okay. Also er hat jetzt gerade was verraten, wahrscheinlich was er nicht verraten wollte und jetzt... Nee, das ist vollkommen okay. Vier. In verschiedenen Städten. Vier Frauen hat er? Mhm. Vier. Okay. Und wie kommen die vier Frauen damit zurecht? Oder kriegt sie das mit, dass du so verwurzelt bist in Afrika, aber Deutscher bist? Wer? Ja, die vier. Die Frau. Vier, die vier Frau. Ja, ich glaube schon. Ja. Wenn nicht, dann muss sie jedes Mal, wenn ich mit ihr rede, ein Nickerchen machen. Okay. Also ich glaube schon. Ja. Mhm. Gibt es Eigenschaften an dir, die für andere schwer nachvollziehbar sind? Also was vielleicht afrikanisch ist? Keine Ahnung. Was eritreisch ist? Ja, was eritreisch ist. Irgendetwas, wo du sagst, das versteht. Ist für jemand Außenstehenden gar nicht verständlich, warum ich so bin. Vielleicht du bist schnell eingeschnappt oder ich habe keine Ahnung. Das ist Ahnung, so eine eritreische Eingeschnappt. Wir sind schnell eingeschnappt. Oder du bist, nee, das wäre eine, pass auf, du wärst neidisch, das wäre aber eher eine deutsche Eigenschaft. Ja. Oder du wärst sauer, auch eher eine deutsche Eigenschaft. Genau. Nee, ich glaube, das ist ja immer so, wenn man in ein anderes Land geht, wo Kulturen, das ist ja immer, wenn man in einem Land lebt und Leute kommen aus einem anderen Land und dann gibt es diese Culture Clashes und Menschen erschrecken sich vor fremden Dingen, die sie nicht kennen. Da glaube ich schon, auf jeden Fall. Das ist ja innerhalb der Beziehung. Auch wenn du aus demselben Land kommst, ist es ja schon so. Ehrlich? Ist ja immer so, dass man sich immer wieder, dass man den Gegenüber nicht versteht. Ja. Und wenn man dann die Eltern oder die Geschwister oder die Freunde sieht und dann, oder Videos von früher oder so, keine Ahnung, dann ist, okay, ich verstehe. Ja, klar.
Aber gibt es bei dir so Eigenschaften, wo du sagst, das ist jetzt nicht deutsch, sondern das ist eindeutig eritreisch? Das habe ich irgendwie mit den, das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, ich glaube, dieses, dass man teilt. Okay. Grundsätzlich, dass man, wenn man zusammen ist, dass man zusammen isst. So, das ist ganz, ganz normal bei uns. Da wird nicht, da sitzt keiner am Tisch und isst alleine. Das gibt es bei uns nicht. Mhm. Das essen alle zusammen und das ist, glaube ich, so. Ja. Ja. Oder dass man was zu essen anbietet, 500 ja. Mal hintereinander. Willst du was essen? Nein, danke. Ehrlich nicht. Nee, nee, danke. Hast gar keine Hunger. Komm, ich mach dir was drauf. Nee, nee, danke. So. 500 Mal. Oh, das kann aber nervig sein. Ja, ja. Also okay. Ich hab's jetzt angepasst ein bisschen. Okay. Ja. Aber das ist eritreisch, glaube ich, ja. Mhm. Ja. Fühlst du dich trotzdem dann wohl hier in Deutschland? Auf jeden Fall. Oder wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, was wäre dann? Ja, klar, Deutschland. Ja. Ja, ja, ich bin hier, wie gesagt, ich bin groß geworden, ich kenne ja nichts anderes, aber da besteht so eine gewisse Sehnsucht nach Afrika. Ja, es ist ja auch ein irgendwie mystisches Land. Ja, ja, auf jeden Fall ganz viel entspringt, hat begonnen. Die Wiege der Menschheit, ja. Viel hat er begonnen. Die Luzi ist doch da aus der Ecke, wo ich herkomme. Welche Luzi? Der erste Mensch. Also okay, ja, ja. Aus meiner Ecke. Auf jeden Fall. Aber ich bin hier, das ist meine Heimat. Ich bin hier groß geworden. Und ich liebe Deutschland extrem. Und ich weiß auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir so gut leben, wie wir leben hier in Deutschland. Mhm. So, dass wir uns über nichts Sorgen machen müssen. Das musst du dir mal geben. Ja. Uns geht's richtig gut. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Da mache ich mir oft Gedanken drüber. Doch, doch. Ja, das ist unglaublich. Das ist so. Deswegen, also, ich sag mir wirklich fast jeden Tag, es gibt auch Tage, wo ich viel arbeite, wo ich es vergesse, Aber ich sag mir fast jeden Tag so, ey, dankbar sein mit wirklich Kleinigkeiten. Ich habe eine Wohnung, ich komme nach Hause, ich kann mir was zu essen machen, ich kann mich waschen, ich kann mich kann machen, was ich will. So Dinge, die für uns selbstverständlich erscheinen, sind in anderen Ländern, da musst du, keine Ahnung, da musst du richtig Glück haben, um so leben zu können. Oder irgendwelche Connections oder Geld einfach nur. Ja. So, deswegen, ich bin glücklich hier. Wie ist es bei dir, wie bist du auf Comedy gekommen? Wer hat das bei dir entdeckt? Hast du es selber entdeckt? Deine Brüder? Du bist ja mit deinen Geschwistern nach Köln gekommen. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Hast du zwei Brüder? Zwei ältere Brüder. Zwei ältere Brüder. Mit denen bist du nach Köln auch gegangen? Nee, die waren schon früher hier. Genau, also ein bisschen hinterher. Genau. Also die waren schon früher hier und aber Comedy habe ich schon... Ich habe meine Mutter schon, als ich klein war, meine Brüder zum Lachen gebracht. Okay. Und ich war, wie du dich gerade beschrieben hast, ich war früher auch schon, ich war einfach so generell glücklich. Mhm. Und ich mag nach wie vor immer Menschen. Ich mag es gerne, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen mich zu unterhalten. So, ich mag einfach Menschen. So. Ja. Und ich liebe es, wenn Menschen lachen. So, wenn ich jemand traurig gesehen habe, dann habe ich immer das Bedürfnis, ihn wieder zum Lachen zu bringen, aufzupäppeln und so. Deswegen. Ist schon ganz früher und ich habe früher schon so Dinge imitiert im Fernsehen oder meinen Freunden Dinge vorgespielt. Habe schon immer gemacht. Und wann ist es zum Beruf geworden? Als ich 16 oder 17 war, habe ich mich entschlossen, auf die Bühne zu gehen. So, dann habe aber alles um mich herum schon auf der Straße immer zur Bühne gemacht, wenn ich irgendwo in der Reihe, irgendwo in der Schlange stand oder so, habe dann so, okay, jetzt probiere ich mal das aus. Oder habe mir einfach Auftritte abgecheckt. Und dann katastrophale Auftritte hingelegt. Aber so habe ich mir das aufgebaut. Okay. Und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, habe dann angefangen zu moderieren bei Festivals oder so. Und dann habe ich eine Schauspielausbildung gemacht, irgendwann mal. Und dann bin ich nach Köln gezogen, dann beim Musical, da kam alles so nach und nach. Weil du hast ja schon also die diverse Fernsehproduktionen gespielt, Musical, Hairspray hier in Köln. Mm. Musstest du da eigentlich singen oder ist das nur eine Sprechrolle? Ja, nee, singen. Also du kannst auch singen? Ein bisschen. Wie klingt das, wenn du singst? Wann das ist, okay. So. Könnte man dran arbeiten. Findest du? Ja, klingt ein bisschen kehlig. Oh, noch schlimmer. Ich glaube, du kannst besser singen. Ja. Ja, ich weiß nicht, also es reicht zum Überleben, es reicht fürs Musical. Also ich will nicht sagen, das Musical, also Musical, die haben Top-Sänger, aber es hat gereicht da dafür. Okay. So.
Wie stellst du hast jetzt eben einen riesen YouTube-Erfolg gehabt, du hast eben in Filmen mitgespielt, Musical gemacht, Theater glaube ich auch, ne? Mhm. Also eigentlich alles gemacht. Wie stellst du, oder was wäre für dich der Traumjob? Also ich wünsche mir, dass ich in Filmen, in großen Produktionen auch wirklich eine schöne Rolle spielen darf, aber so den Traumjob habe ich gar nicht. Ich wünsche mir, dass ich das machen kann, was ich gerade mache. Ich habe gerade die Möglichkeit, meine Tour zu spielen, ich habe die Möglichkeit, eine Show zu machen, dass ich meine Videos mache und so, und ich habe die Chance, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich habe so unbedingt das erreichen, habe ich gar nicht. Glücklich, so wie es gerade ist, und wenn sich noch andere Türen öffnen, ist cool. Und wenn nicht, wird sich was anderes ergeben, oder es wird schon einen Grund haben, warum das so ist. Aber ich bin gerade echt, ich bin zufrieden und glücklich mit dem, was ich mache. Mhm. Hast auch Glück gehabt, kann man sagen, oder? War das Glück oder war das wahnsinnig lange, harte Arbeit? Ne, es gibt allem, der eine sagt, ich habe Glück gehabt, der nächste sagt, nee, es war eine Jahre harte Arbeit und der Erfolg kam nicht ohne und was weiß ich. Ja. Bülent Ceylan, wobei der sagt, nicht, es war harte Arbeit, aber der sagt, das hat ewig gedauert, bis ich endlich meinen Durchbruch hatte. Ja, das vergessen viele, dass bevor irgendwie so ein Hype beginnt, dass da schon jahrelang davor schon Dinge passiert sind. Ja, bei mir, ich habe die Schauspielschule durchgehalten, ich hatte eine 7-Tage-Woche, ich habe nicht viel Kontakt zu meinen Freunden gehabt, ich habe mich nur darauf konzentriert. Als ich hergezogen bin, habe ich gearbeitet die ganze Zeit, habe irgendwelche Jobs gemacht, gekellnert überall, war nicht versichert, fast ein Jahr, so, und hatte keine Kohle. Aber ich habe alles glücklich gemacht, überhaupt nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich wusste, für was ich es mache. So. Und ich glaube, also es ist von allem, also du musst dich dafür entscheiden und du musst hart arbeiten, aber du musst probieren, munter zu bleiben und dich in schweren Zeiten nicht irgendwie dich aufzugeben. Und dann glaube ich auch, also ich glaube, dass du Zeichen bekommst und dass du geführt wirst, wenn du es zulässt. So, deswegen einfach wirklich so entspannt und so. Das Leben geht nicht nur, es geht nicht nur darum, dass wir hier vor der Kamera stehen und die Geilsten sind. So, wenn man sich das bewusst macht, dann ist das Leben eigentlich ganz geil. Es ist so ein bisschen, ist es ein bisschen so dem Flow folgen? Also was man auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. So, erstmal entspannen. Okay. Du musst dich entspannen. Ja, und dann mit Das hat Marlon Odette bei uns gesagt. Einfach mal stöhnen. Ja, siehst du, hat er recht. Ja, absolut. Und aus der Entspannung entstehen die schönsten Sachen. Da wächst was schön und spontan. Es ist nicht verkopft, es ist ehrlich, es passiert einfach. Und dieses Passieren müssen wir, sowieso glaube ich in Deutschland, da wir sowieso viel nachdenken, zu verkopft sind, müssen wir wieder lernen. So. Einfach chillen. Nein, das nicht. Okay. Nein, manchmal. Geht auch ohne. Das, ja. Bei also mir sagen die Leute, ich wäre naturstoned. Ehrlich jetzt? Ja. Bei mir sagen die, ich hätte irgendwas anderes genommen. Also okay. Ja. Nee, aber einfach entspannen und zufrieden sein mit dem, was man nicht unbedingt so, ich muss unbedingt das und das und das erreichen. Einfach ein bisschen so entspannen. Ja, um sich rumgucken und sagen, ey, das ist ja voll geil, Mann. Ey, Mann, meine Jacke ist nach 3 Jahren immer noch fett. Ey, meine Freunde sind immer noch da. Wir können zusammen kochen, also die ganzen einfachen Sachen. Muss man sich halt beibringen. Ja. Ich schaff's ja auch nicht immer, was? Dann gehe ich auch Wobei es hat auch mit Anlage, glaube ich, was zu tun. Du sagst ja, du hast das schon als Kind gehabt. Manche Leute können das nicht, die können es nicht. Ja. Die machen sich die Sorgen, die denken an vieles und die haben ja auch, die sagen, das Leben ist schwer. Ja. Und wenn wir an all das denken würden, was das Leben schwer macht, dann würden wir auch. Ja, das ist ja, also wie gesagt, man muss sich das bewusst machen. Und ich mache mir das ja auch mal. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag entspannt durchs Leben gehe. Ja. Aber ich sage mir jeden Tag, dass es nicht selbstverständlich ist und dass ich glücklich sein darf. Es ist alles schön, dir geht's gut. Ich sag mir das, mir geht's gut, sei glücklich. Hab keine Angst, vor was denn? Existenzängste, warum? Warum für die Zukunft? Du weißt, du hast sowieso nicht in der Hand, weißt du? Du weißt nicht, was morgen passiert, deswegen genieß den Tag. Weißt du, genieß und sei gut zu den Menschen, die dir begegnen. Sei, weißt du, ehrlich, so einfache Sachen. So respektvoll und hate nicht und sei einfach cool. Und lachen wir zusammen, haben Spaß zusammen und so, fett. Gut. Na. Super, super Einstellung. Ja. Kann ich nur fett unterschreiben. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Pass auf, jetzt entspannen wir uns mal ganz kurz. Ja. Ohne so. Also jetzt alle Leute entspannen. Ja.